Hallo, Point in Sleep. Da sind wir wieder. Ja. Ja, die berühmte Frühjahrsmüdigkeit. Wir sind hier nämlich im Frühling im Spiel. Ja. Im Frühling hat man nämlich A-Vitaminose, weil der Winter schon so lang war und man seine ganzen Vitaminvorräte verbraucht hat. Und deswegen müssen wir jetzt ein kleines Nickerchen machen. Nein, aber ganz entspannt. Hui, wir sind schon ein Stückchen weiter. Wir sind zwei Screens weitergelaufen, ja. Genau. Und sind jetzt beim Grashüpfer. Und ich erinnere mich, dass er wollte, dass seine geilen Blümchen reifen. Das heißt, das probieren wir jetzt einfach. Der will mal. Zitronen. Oh. Sprechen. Kann ich eine deiner Zitronen haben? Tut mir leid, Liebes. Die Zitronenvorräte sind beschränkt. Ich kann dir keine geben. Ich nehme so viele Zitronen, wie in den Korb passen. Das bedeutet alle Zitronen vom Baum. Und sie haben natürlich nur einen Baum. Naja, aber die können ja jederzeit die Jahreszeit wechseln. Na, dann klaue ich halt seine Leiter, wenn er so dumm ist. Ich muss die Leiter nicht hochklettern. Katze, aufhören. Mr. Midnight ist halt ein sehr ordentliches Tierchen. Na gut, dann gehen wir wieder zum Berg. Debris just subscribed. Oh! Oder da ist das Wesen. Ein Valoka. Da haben wir letztes Mal diese Zeremonie gesehen. Ja, genau, aber er will nicht mit mir reden. Nee. Na gut. Ein andermal. Ja, ich glaube, hier können wir noch nichts machen. Erstmal gucken, ist ja jetzt Winter, ob der Zauberer zu Hause ist. Guck mal, ich habe da voll den fetten Fleck. Was hast du denn gemacht? Ich weiß es nicht. Oh! Das sind die besten Flecken, wenn man so nach ein paar Tagen feststellt, oh, es tut weh, was habe ich da gemacht? Keine Ahnung. Oh. Zauberer. Oh, so ein Häschen habe ich auch. Soll ich dir mal mein Häschen zeigen? Ja. Ein süßes Häschen. Ich frage mich, ob der Zauberer es genäht hat. Oh, sind Sie der große Zauberer? Sind Sie's? Denn wenn es so ist, dann müssen wir uns unterhalten. Können wir sprechen? Okay, Entschuldigung, können Sie sprechen? Du hast so viele Fragen, das ist gut. Oh, tut mir leid. Der König sagte mir, Sie könnten mir helfen. Was der König sagt, tun wir. Sie müssten mir die Steine ausleihen, um eine Tür in meine Welt zu öffnen. Die Steine sind weg. Ich weiß nicht, wo sie sind. Was? Sie suchen, ich verstecke mich. Ich verstecke mich, ich vergesse. Man kann sie nicht finden. Oh, verstehe, aber vielleicht kann ich bei der Suche helfen. Ich will nur die größte Antwort von allen wissen. Wie geht das mit dem Hasen? Ich habe gesehen, wie es ein Mensch getan hat. Der Hase kam aus einem leeren Hut. Wie? Das ist die größte aller Fragen. Weil wenn nichts existiert, existiert das Nichts. Aber wenn das Nichts existiert, dann gibt es kein Nichts. Ich frage mich wieder, wie? Warum fragen Sie nicht einfach die Person, die es getan hat? Oh, ich habe einen Besucher. Guten Tag. Was führt dich zum großen Zauberer? Okay. Das bin ich, nur dass du es weißt. Oh, guten Tag. Ja, ich bin wegen der Steine hier. Der König schickte mich hierher. Die Steine? Ah, nach ihnen hat schon lange niemand mehr gefragt. Ich habe den großartigsten aller Sprüche gewirkt, damit sie niemand finden kann. Du weißt schon, die schwarzen Schatten, die Kamalas, sie versuchen immer, sie zu stehlen. Also muss ich sicher gehen. Brauche Steine für Heimweg. Der König sagte mir, die Steine öffnen eine Tür zu meinem Zuhause. Die Steine verstecken sich. Ich erinnere mich nur an die vier Rätsel, die mit den Steinen verbunden sind. Vier Rätsel, die meine Erinnerung wiederbringen werden. Nur wenn alle vier Rätsel korrekt beantwortet werden, werde ich dir sagen können, wo du die fünf Gegenstände finden kannst. Diese Gegenstände sind die Steine in ihrer anderen Form. Dann bin ich der Einzige, der sie zurückholen kann. Nur, ich habe gerade voll den kleinen Rülpser gehabt. Ich hab nicht gehört. Okay, verstehe. Geben Sie mir die Rätsel,
Ich habe keine Zeit zu verlieren. Ich zeige es dir. Ein Bäuerchen. Wusch. Das ist der Stern von Iterster. Omkabe, der größte Führer im Himmel. Der größte Wächter dieses Landes. Klingt toll. Oh wow, das klingt toll. Ich gebe dir die 4 Rätsel, geschrieben in der Sprache von allen. Die Antwort ist immer ein Gegenstand. Lege diese Gegenstände auf den Stern von Iterster, auf dem passenden Symbol. Mhm. Und danach sage ich dir, wo die Steine sind. Ich bin kalt, so kalt. Oh, ich wollte es lesen. Oh, vielen Dank, Herr Zauberer. Oh, Herr Zauberer, der König sagte mir, dass Sie mich wieder menschlich machen können. Hat er? Ich glaube, das stimmt. Ich erinnere mich kaum noch, wie es geht. Sie erinnern sich nicht, aber ich kann nicht als Baum nach Hause gehen. Ich verstehe, aber ich kann dir jetzt nicht helfen. Ich muss mein Wissen wiederfinden. Vielleicht können wir dich wieder menschlich machen, wenn du den ersten Stein hast. Oh, das wäre wunderbar. Ja, unglaublich und toll. Ja! Versuch einfach, die Rätsel zu lösen und alles wird gut, glaube ich. Brauche ich etwas Besonderes, um ein Mensch zu werden? Ich glaube, der Geruch ist sehr wichtig, wenn ich mich richtig erinnere. Ey, ich habe meine Klamotten. Mhm. So gut. Meine Hose wieder von der Party geholt. Also, bring mir deine Klamotten und wir schauen, wie es geht. Okay. Okay. Ja, ich glaube, die haben wir tatsächlich schon gefunden. Ja. Können Sie mir die Rätsel nochmal erklären? Ich habe vergessen, was ich tun Lege muss. Lege einfach die richtige Antwort an die richtige Stelle auf den Stern von Iterster. Okay, ja, blub, blub. Ja. Ja. Verstanden? Ja. Klick, klick, klick. Jetzt wartet Hasenwissenschaft auf mich. Okay, ich würde sagen... Die Klamotten haben wir schon. Wir müssen uns erst einmal dieses Blättchen anschauen. Ja, untersuchen. Ja. Also, ich bin kalt, so kalt. Aber benutzt du mich, brenne ich lichterloh. Hell wie Sonne. Was? Hell wie Sonne? Hell wie Sonne. Doch verbrenne ich nie. Vielleicht wirst du sauer. Nein, verbrenne ich dich nie. Ach so. Ja, ich denke... Fließe, fließe, kaltblütiger Sohn, du kaltblütiger Sohn. Lass deinen Körper durch die steigende Strömung tanzen. Leicht und hohl bin ich die Freiheit der Vögel und der Stift der Menschen. Okay, wir brauchen 4 Gegenstände. Leicht und hohl bin ich die Freiheit, eine Feder und der Stift der Menschen. Okay, fließe, fließe, kaltblütiger Sohn. Lass deinen Körper durch die steigende Strömung tanzen. Hat's was, wir haben doch schon eine Angel gefunden, dann ist das bestimmt ein Fisch. Hast du dir das jetzt ausgedacht? Nee. Du kaltblütiger Sohn. Es sind 4 Sachen. Ja? Aber es sind 4 Sachen. Man merkt ja richtig, dass wir müde sind, ne? 4 Gegenstände. Ey, nach Mittwoch, wenn Mittwoch Bonjour ist, danach ist einfach jeder tot. Es war ein Pentagramm. Oh, das Tierchen! Ist das so ein Schatten? Nein, das ist ein Drache. Oh, Kätzchen, hast du das gesehen? Hast du? Ja, mein Schatz, ich habe es gesehen. Was war das? Ich glaube, das sind die Schatten. Oh, mein Liebling, ich will sie nicht wiedersehen. Wieder? Ja, Kätzchen. Sie waren überall im Krankenhaus. Ich will nach Hause. Wir gehen bald nach Hause, mein Schatz. Kätzchen, kannst du mir etwas versprechen? Dass, was auch immer geschieht, du und ich immer auf einer Seite sind. Natürlich, mein Schatz, das verspreche ich. Super, jetzt müssen wir weitergehen. Die Bergspitze ist sehr hoch, weil es die Spitze ist. Okay, 4 Gegenstände. Und es sah aus wie ein Pentagramm. Deswegen habe ich gleich an die 4 Elemente gedacht. Also so war jetzt meine Connection. Ja, die Feder ist Luft und der Fisch ist das Wasser. Also bräuchte man noch was für Feuer und Erde. Wir machen erstmal ein bisschen Frühlingsstyle hier. Das ist alles sehr... frustrierend. Oh, was passiert, wenn ich jetzt wieder auf Sommer gehe? Sammelt er dann schon wieder Zitronen? Ja. Ich glaube, bis man irgendwas Bestimmtes triggert, wiederholt sich das einfach. Oh nein, Flauschi. Das ist Palontras. Palontras, Entschuldigung.
Oh, da war ich. Ah, ich war Palontras, gell? Achso, egal, na gut. Warte, nicht gehen! Oh nein, es sah nicht gut aus, Kätzchen. War das nicht der... Achso, das bist du. Ich glaube, das... War das nicht der Doktor? Vielleicht kann er sich selbst heilen. Ich hoffe es so sehr. Er war so verletzt, dass er eine Feder verlor. Was wohl passiert ist? Ach, guck mal. Können wir direkt wieder zurückgehen, oder? Ja. Naja, wobei, wir können auch den Fisch schon fangen. Ja, guck mal erstmal die Angel an, ob die überhaupt... einsatzfähig ist. Mhm. Da fehlt ein Haken und die Angelschnur ist zu kurz. Okay, ich habe mir schon gedacht, dass das nicht so einfach sein kann, wenn die einfach irgendwo rumstehen. Ich hätte den einfach gefangen, den Fisch. Okay. Die Schatten. Komm näher, Fran. Ich habe, was du verlangst. Ich habe, was du suchst. Mami, bist du das? Mami? Meine Geliebte, willst du, soll ich? Nee, bitte. Okay. Meine geliebte Tochter, komm näher, ich will dich spüren. Ey, das ist... Na gut. Mami, ich habe Angst. Du brauchst keine Angst zu haben. Du musst nur näher kommen, Fran. Ich will dich küssen. Aber du kannst nicht meine Mutter sein. Das kannst du nicht. Sie ist tot. Du musst jetzt näher kommen. Wenn du es nicht tust, dann kommt das große Monster. Nein, du bist nicht meine Mami. Lass mich in Ruhe. Mein Liebling, das große Monster wird dich holen. Er wird dich holen kommen. Er wird dich holen kommen! Mami, du machst mir Angst. Mami, hör auf, bitte. Erstmal abschlecken. Kein Wunder, dass sowas im Herbst passiert. Herbst ist halt einfach eine uncoole Jahreszeit. Also du meinst, wir sollten zuerst zum Berg gehen? Oder wie? Dann sind wir zumindest wieder ein Mensch. Aber eigentlich finde ich uns als Baum ganz cool so. Ich auch. Na? Und die Frage ist, wo kriegen wir einen Haken her? Also wir haben die Feder schon. Es ist wahrscheinlich ein Fisch. Lass uns erstmal die Angel reparieren. Ich suche ja den Haken. Ich überlege, wo ich einen Haken herkriege. Und einen Faden. Die Schnur war auch zu kurz. Hm. Obst. Wir müssen bestimmt hier mit den Leuten reden. Oh, er kann mir einen Haken machen. Und da liegt der hat einen Faden wohl. Hallo, ich bin Fran. Was machst du da? Guten Tag. Ich bin Prota und ich schmelze dieses Stück Eisen. Hm. Für was? Ich muss dem Uhrmacher ein paar Uhrenteile liefern. Oh, verstehe. Du kennst dich also mit Metall aus. Und klar. So. Wenn du Ideen hast, sprechen wir darüber. Und padam, ich mache es. Das ist gut zu wissen. Vielen Dank. Nun, ich muss arbeiten. Aber wenn du mich brauchst, weißt du, wo du mich findest. Jetzt. Zeig ihm mal die Angel. Hallo, ich... Ach so, oh nein, Guten oh Tag, nein. Guten Tag, ich bin Bruder. Okay, tschüss. ich dachte vielleicht, wenn ich ihn ein zweites Mal anspreche, dass sie automatisch das Thema wählt. Schau mal, ich habe eine Angel gefunden, aber sie ist kaputt. Kannst du mir vielleicht helfen? Hm, schauen wir mal. Wo ist der Haken? Hast du den Haken gesehen? Hm, oh. Du hast genau das Gleiche gesagt wie jemand im Krankenhaus. Wirklich? Wer? Welches Krankenhaus? Die Oswald-Anstalt, die Schwester, als ich den Vorhang kaputt gemacht hatte. Oh, ich habe keine Ahnung, worüber du da sprichst. Du bist seltsam. Hm, na gut, vergessen wir das. Kannst du mir bitte einen Haken für die Angel machen? Ja, tun wir das. Wenn du mir eine Münze gibst, gebe ich dir einen halben Haken. Wieso einen halben? Wenn du mir zwei Münzen gibst, bekommst du einen ganzen funktionierenden Haken. Toll, ich habe nur eine, ne? Ich brauche keinen halben Haken. Ich brauche einen kompletten. Der komplette kostet 3 Münzen. Eine Münze für einen halben und 2 Münzen für den funktionierenden. Abgemacht? Ja, der hat Marketing eindeutig bei Hauke gelernt. Oh Mann, du bist kompliziert. Okay, Alter, das war gemein. Vielleicht. Na gut. Oh Mann, du bist kompliziert. Ich bring dir deine Münzen. Ciao. Wieder jetzt 3 oder 2? Ich hab's immer noch nicht verstanden. Ich hab's auch nicht verstanden. Ich meine, haben wir nicht noch ein paar Münzen? Wir haben noch 3 Spiele gewonnen, oder? Nein, wir haben nur 2 Spiele gewonnen. Wie viele Münzen haben wir? Dann haben wir nur eine.
Eine. Eine, ja. Das heißt, oh nein. Oh, mein Lieblingsspiel. Gibt es keine Möglichkeit, anders Geld zu verdienen? Ich glaube nicht. Scheiße, ich hab's zerstört. Ja, okay, ich hab's verstanden. Ich habe alles zerstört. Fuck, und jetzt hat das Teil auch noch gewonnen. Oh, dummes Penner-Teil. Ich glaube, wir verlieren keine Münzen dadurch. Nee, wir verlieren nicht, aber wir fühlen uns wie ein Vollidiot, der gegen eine Ecke KI verloren hat. Ecke links unten, Ecke rechts oben und dann als Finisher Ecke rechts unten, schreibt jemand. Was? Bin jetzt verwirrt. Scheiße. Ich glaube, wenn wir anfangen, ist das... Ach, habe ich diesmal nicht angefangen? So, Ecke links unten, was? Also Ecke links unten. Ja. Ecke rechts oben. Achso, das haben wir ja letztes Mal gemacht. Das war ja unsere Strategie von letztem Mal. Und als Finisher Ecke rechts unten. Ja, das haben wir ja letztes Mal gemacht. Sehr schön. Lass uns mal nochmal spielen. Vielleicht will der Faden-Typi auch Geld haben. Bestimmt. Geldgierige Schweine. Da leben die schon in so einer glücklichen Welt und wollen trotzdem Geld für alles haben. Jetzt haben wir ihn endgültig ausgetrickst. Sehr schön. Jetzt habe ich nicht genug Münzen jetzt? Doch, nein, eine bräuchte ich noch. Wenn der für den Haken 3 haben will. Ach so. Nein! Er hat mich durchschaut. Er hat mich durchschaut. Oh, er macht seinen Trick. Er macht seinen bösen Trick. Ah! Penner. Penner. Ich mach den jetzt auch. Oh ja. Nein, er hat mich wieder durchschaut. Ich habe keinen Bock mehr. Oh, toll. Und diesmal beginnt er. Das heißt, ich habe keine Chance. Wieso gewinnt er trotzdem, wenn ich manchmal beginne? Scheiße, guck ihn dir an. Der denkt sich, aha, du hast jetzt einen Trick. Ich habe 50 KI-Tricks. Dumme KI. Ich mag keine KI. Hallo. Was denkst du so lang? Ich habe auch nie so viel Bedenkzeit. Okay, wir gehen. Tschüss. So. Zwei Münzen reichen. Ja. Ja, psst. Hi, ich bin Fran, was machst du da? Ich bin wieder, ne? Hallo, ich bin Pluto. Ach so, stimmt, du hast recht. Ja, schade, dass man das Gespräch nicht von dem letzten Stand sozusagen weiter. Ja, ein bisschen. Kann. Hallo, ach so, ich bin doof. Das hat er schon ein bisschen über drin. Drei. Ach, scheiße. Ach. Was soll ich davon halten? Ich halte nichts davon. Genau, dumme KI, die ist viel zu schlau. Richtig so, Chat. Ja. Verliere ich schon meine Uhr. Ich will nicht. Ich will nicht Tic-Tac-Toe spielen. Jedes andere Herausforderungsding ist mir recht, aber doch nicht Tic-Tac-Toe. Was ist das? Ich kann hier eh immer nur unentschieden spielen. Vielleicht kriegen wir es diesmal hin. Oh. Ich habe irgendwas falsch gemacht, nee, ne? Nein, hast du alles richtig gemacht. Juhu! Eine Errungenschaft freigeschaltet. Schneller als eine Schnecke. Geil. Naja. Es war auf jeden Fall nicht schneller als eine Schnecke, solange wie ich gebraucht habe, um den einen Trick zu lernen. So. Noch einmal mache ich diesen Fehler nicht. Voll teuer seine Dienste. Ach so, wir sollen ihm die Münze geben. Mann, wir sind so unkonzentriert. Nein, wir sind nicht unkonzentriert. Es hätte doch klappen können. Hier sind deine drei Münzen. Du Frechdachs. Wucher. Was?
Ja, Wucher, der Typ einfach mal. Ja. Ich wunderbar, danke. Und hier ist dein Haken. Ich hoffe, er funktioniert. Was heißt denn das? Ich hoffe, er funktioniert. Ja, Mann, ich habe mal 3 fucking Goldmünzen dafür bezahlt. Danke, der ist perfekt. Ich muss jetzt los. Tschüss. Hey, hey. Hi. Oh, gut. Faden und Stoff, um Dinge herzustellen. Oh, Fran, ich hätte nie gedacht, dass ich eine Wurzel als Schmied arbeiten sehen würde. Da bist du nicht der Einzige, mein Schatz. Also ein guter Tag für guten Stoff und Faden zu Ihren Diensten. Hä? Der hat sich verbeugt. Wie süß, der hat einen Knicks gemacht. Ah, ich muss ihm wahrscheinlich auch die Angel zeigen. Ja. Mit Mr. Midnight. Nee, mit Ladenbesitzer. Hallo, ich habe mich mal gefragt, ob du etwas Faden für die Angelschnur hast. Angelschnur, Faden, oh ja, ja klar, ich hab da was, wollt ihr es? Ja, ja, bitte, wie viel macht das? Nun, ziemlich viel, reicht das? Oh, ich meinte preislich, ich brauche nur genug für die Angelschnur. Oh, ich vergaß, über den Preis nachzudenken, wisst ihr, ich hab noch nie etwas verkauft. Aber wisst ihr was, ihr könnt es haben, ich hoffe, es macht euch glücklich. Was für ein cooler Typ, ja. Oh, wow, danke. Du führst bald Preise ein und verkaufst etwas, ganz bestimmt. Tschüss. Ja, tschüss. Also haben wir den ziemlich coolen Dude hier vorne und den nicht so coolen Typen da hinten. Ja, dafür macht der andere immer doppelt so viel Geld. Ja. Das ist wie im echten Leben. Kombinieren. Oh. So, jetzt haben wir die Angel fertig. Eine Angel. Wo gehen wir angeln? Hier links war doch gleich was, ne? Aber angeln wir hier oder angeln wir am Steg? Weiß ich nicht. Ich will es erstmal hier ausprobieren, bevor wir angeln mit mir. So, selbst wenn es klappt, wüsste ich nicht, wofür ich es nutzen würde. Okay, dann müssen wir wohl doch an den Steg. Ja, ich glaube auch. Was soll man von einer Karotte auch erwarten? Eine Rübe. Hallo, Rübe. Eigentlich hätte auch Mr. Midnight uns einen Fisch fangen können. Aber faule Sau. Der hat so Angst vor Wasser. Ich kann hier nicht angeln. Es gibt keine Fische. Liegt es an der Jahreszeit? Ist der Hoodie im Shop nur für Frauen? Nein. Nein, das ist ein Unisex-Hoodie. Ah, ich habe Sex gesagt. So, ich kann hier nicht angeln. Es gibt keine Fische. Im Sommer gibt es auch keine Fische. Nein, im Sommer gibt es auch keine Fische. Gab es denn irgendwo einen Ort, wo Fische waren? Was ist denn das für ein Typ? Ja, das ist der Türsteher. Aber da waren auch keine Fische. Nee, hier ist auch kein Wasser. War im Schloss ein Brunnen oder sowas? Ich kann mich ehrlich gesagt nicht dran erinnern. Oh, hier, da sind Fische! Fischis! Oh, so viele Fische! Sie scheinen es sehr eilig zu haben. Wie cool. Juhu. Okay, Fisch. Feder. Was sollten wir noch holen? Wo ist mein Blatt? Auch da drin? Gucken wir mal noch. Ich bin kalt, so kalt, aber benutzt du mich, brenne ich lichterloh. Hell wie Sonne, doch verbrenne ich dich nie, vielleicht wirst du sauer lächeln. Ah, gut, Zitrone. Ja, du hast vollkommen recht. Na klar. Aber der Typ will uns ja keine geben, weil er ja alle Zitronen braucht, die in diesen Korb passen. Also muss ich was reinlegen, was keine Zitrone ist. Und wir müssen dann an den Korb, wenn er nicht da ist, damit er nicht sieht, dass wir was reintun. Könnten wir ihm eine Goldmünze geben? Ich glaube nicht, ich glaube, den kann man nicht bestechen. Der ist da sehr enthusiastisch, was seinen Zitronenfarm angeht. Ja. Ja, und jetzt nimmt er die und geht er los. Tschüss. Ha! So, jetzt haben wir nur den Korb. Oh. Jetzt ist der Korb weg. Jetzt sitzt er daneben.
Das geht auch nicht. Der würde sehen, wenn wir jetzt was machen. Echt? Er sitzt doch direkt daneben. Aber interessiert ihn das effektiv? Aber andererseits, wir haben eh nichts, was wir da reinpacken könnten, oder? Außer ein blutiges Messer. Ja. Und meine Klamotten. Die wäre zu klein, um jetzt irgendwie eine ganze Zitrone zu ersetzen. Das wir brauchen erstmal irgendwas, was wir da reinpacken können. Er nimmt so viele Zitronen, wie da reinpassen. Was kann ich da denn reinlegen? Stecht ihn ab, sagt der Chat. Nee. Nein, aber wir könnten den Korb kaputt machen. Das ist eine gute Idee. Oh. Wir haben noch ein Messer. Danke, lieber Chat. Nein, kein Messerkampf. Aber wir... Na, nicht jetzt. Oder? Können wir es jetzt machen? Nicht, dass er... Nicht, dass er wütend wird. Nee. Hm. Aber im Herbst ist er ja nicht da. Ach, voll gemein. Jetzt machen wir seinen Korb kaputt. Das ist echt asozial. Es ist wie jemanden die Reifen zu stechen. Ja, total normal verhalten. Ha, und jetzt auf Frühling oder Sommer. Okay, jetzt warten wir einfach. Ha, ah. Ein Zitrönchen. Oh ja. So, eins, zwei, drei. Eins fehlt uns doch. Das mit dem Kalten, ne? Ja, ich bin kalt, so kalt, aber benutzt du mich, brenne ich lichterloh. Müsste jetzt, warte, wir haben jetzt... Streichhölzer? Sind die kalt? Die sind nicht warm. Das stimmt. Ja, können wir auf jeden Fall mal probieren. Was ist da drin? Ich möchte da auch rein. Ich weiß nicht. Guten Tag, junge Dame. Guten Tag, junge Dame. Kannst du mir dein Ticket zeigen? Hallo, ich habe kein Ticket. Wie bekomme ich denn eins? Was? Jeder Bürger Eterstas bekommt ein Ticket. Warum hast du keins? Naja, ich bin kein richtiger Bürger. Vielleicht liegt es daran. Kein Bürger? Das ist was Neues. Zu neu. Tut mir leid, ich kann dich nicht hineinlassen. Was soll ich jetzt tun? Ich möchte so gerne hinein. Ich weiß nicht, das ist noch nie passiert. Ja. Aber ich denke, ich muss meinen Weg hineinfinden. Na gut, danke und tschüss. Tja, mal gucken. Wie wir da reinkommen, würde ich sagen, überlegen wir uns nach der Werbung. Oder während der Werbung. Oder während der Werbung. Genau, ja. Wir sehen uns gleich wieder. Tschüss, bis gleich.